In luftiger Höhe haben sich die Umweltaktivisten eingerichtet. Mehrere Baumhäuser wurden mit Seilzügen bis zu 10 Meter hoch zwischen die Kiefern gehievt. Seit Mittwochnacht und zunächst scheinbar völlig unbemerkt. Schätzungsweise 80 Menschen besetzen nun das Waldstück bei Fangschleuse neben dem Tesla-Werk. Sie wollen, dass Elon Musks Gigafactory nicht noch größer wird. Unser Ziel ist es, die Werkserweiterung in der Grünheide zu verhindern, weil Tesla hier den Menschen vor Ort das Wasser klaut und die Trinkwasserversorgung durch Verschmutzung gefährdet. Auf dem Gelände, das jetzt besetzt wird, will Tesla Lagerhallen, einen Güterbahnhof und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür müssten etwa 100 Hektar Wald gerodet werden. Dagegen sind nicht nur die Aktivisten, die aus ganz Deutschland hierher gekommen sind und zum Teil schon an Aktionen im Hambacher Forst und Lützerath teilnahmen. Zuletzt stimmten Anwohner gegen eine Erweiterung des Tesla-Geländes in Grünheide. Doch die Aktivisten fürchten, dass das Votum übergangen wird. Wir glauben, dass die PolitikerInnen auch so wie in den vorherigen Malen sich weiterhin mit Tesla zusammentun werden und hier eine Erweiterung ermöglichen werden wollen. Und dem stellen wir uns entschieden entgegen. Und auch viele BürgerInnen hier vor Ort, haben wir auch schon gehört, sind misstrauisch und das bleiben wir auch. Einige Tesla-Gegner aus Grünheide unterstützen die Baumbesetzer. Auch sie zweifeln, ob sich an das Bürgervotum gegen die Fabrikerweiterung gehalten wird, denn es ist rechtlich nicht bindend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Gemeindevertreter letztendlich allem zugestimmt hat, ohne zu überlegen, was sie eigentlich damit kaputt machen, mit der Umwelt und auch mit dem Klima hier. Die Stimmung heute friedlich. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort, spricht mit den Aktivisten. Das Waldstück ist Eigentum des Landes Brandenburg, aber eine Räumung steht derzeit nicht im Raum. Zwischenzeitlich hat auch ein Kooperationsgespräch stattgefunden, also zwischen der Versammlungsbehörde und den Protestierenden hier im Wald. Im Ergebnis dessen ist sozusagen jetzt vereinbart worden, dass die Proteste fortgeführt werden können. Über mehrere Tage wird das der Fall sein. Wir haben auch die Möglichkeit, das auch noch mal zu verlängern, sodass wir uns hier auf längerfristige Proteste einstellen werden. Bis wann genau, das weiß auch die Polizei nicht. Die Aktivisten sind jedenfalls gekommen, um erstmal zu bleiben. Tesla selbst hat sich heute nicht zu der Besetzung geäußert.